So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Heute mal mit ziemlich krassen und ziemlich vielen neuen Items. Zumindest schaut es so aus, denn heute gibt es mal eine kleine Änderung im Shop. Und zwar hat Epic Games angekündigt, dass sie heute mal was Neues testen werden. Und zwar verkaufen sie jetzt die Backpacks separat zu den Skins. Also man muss sich beides einzeln kaufen. Das machen sie zumindest auf jeden Fall heute mit dem neuen Set so. Mal schauen, ob sie das auch mit den sonstigen und dann auch zukünftigen Sets auch so machen werden. Auf jeden Fall kommt die Idee daher, dass halt viele Leute sich ein bisschen beschwert haben und gesagt haben, jo, wir wollen nicht immer uns den Skin kaufen müssen, nur weil wir den Backpack haben wollen. Zum Beispiel beim Liebesranger, da muss ich 20 Euro ausgeben, nur um diese Flüge zu haben. Und den Skin spiele ich persönlich auch zum Beispiel nie. Da wäre es schon nice, wenn man einfach nur den Backpack, also die Flüge zum Beispiel, halt separat kaufen könnte und jetzt nicht immer beides zusammenholen muss. Und deswegen testen sie das quasi jetzt hier mal aus, dass man sich Skin und Backpack separat holen kann. Auch wenn ich den Preis ein bisschen merkwürdig finde, weil beides zusammenkommt auf 1000 V-Bucks. Das ergibt irgendwie nicht ganz wirklich Sinn. Aber naja, auf jeden Fall finde ich das an sich eine ganz coole Idee. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass jetzt hier die beiden Sachen einfach einzeln kaufbar sind und ob ihr das quasi wollen würdet, dass das für die zukünftigen Sets auch so gemacht wird, dass man quasi ja beides einzeln hier im Shop erwerben kann. Ja, ich zeige euch direkt mal die heutigen neuen Sachen natürlich. Und zwar haben wir da einmal den Sonnenblumen-Skin für 800 V-Bucks. Ich finde, der Preis ist absolut nice. Also das ist ein ziemlich geiler Skin für nur 800 V-Bucks. Den werde ich mir direkt hier holen, genauso wie auch den männlichen, den zeige ich euch auch mal direkt, und zwar ist das der Heumichel für 800 V-Bucks, so schaut er aus, natürlich halt ohne Backpack logischerweise, und auch den werde ich mir direkt mal holen. Ich finde, das sind coole Skins und die passen auch echt gut in Fortnite rein, so mit ihrem Farmer-Style. Dann haben wir noch halt die Backpacks dazu, die finde ich persönlich jetzt eher schwach, also den Sonnenspross finde ich jetzt eher nicht so nice, also diese Blume hier, aber naja, ist ja halt Geschmackssache. Und das ist hier diese Vogelscheuche, die gefällt mir ziemlich gut und die wackelt auch so ein bisschen mit, wenn man sich bewegt, deswegen die werde ich mir auf jeden Fall holen. So kann man halt jetzt quasi entscheiden, ob einem das Ganze gefällt und man gibt nicht automatisch das Geld aus, ja, nur um halt den Backpack auch noch dazu zu bekommen. Ja, ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, diese kleine Änderung hier im Shop. Mal schauen, ob sie das jetzt auch in Zukunft weiter so durchziehen werden oder ob sie da erstmal auf das Feedback von den Leuten abwarten werden. Auf jeden Fall haben wir noch eine ziemlich nice neue Hacke, nämlich die Goldgräberhacke. So schaut sie aus und ich muss sagen, Leute, das hätte die geilste Hacke ever sein können, weil ich glaube, wenn die hier oben dünn gewesen wäre, also wenn das hier nicht oben so dick wie so ein Spaten gewesen wäre, sondern wenn es wirklich eine extrem dünne Hacke, wie so die Sensenhacke gewesen wäre in Gold, das wäre für mich einfach die geilste Hacke ever gewesen. Leider ist auch der Sound jetzt nicht so krass. Der zweite Sound, also der Treffer-Sound, dann ist leider ziemlich leise. Das ist ein bisschen schade, weil optisch finde ich die Hacke auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. 800 V-Bucks geht auch noch in Ordnung. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr mich natürlich gerne als Creator eintragen. Einfach nur Snoxy hier in dieses Feld eintragen. Alle 14 Tage resettet sich das Jahr, heißt, dann muss man das neu eintragen. Also schaut unbedingt mal nach. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne Snoxy eintragen, wenn ihr mich supporten wollt, dafür, dass ich jede Nacht hier aufstehe und euch den neuen Shop zeige. Ich bin gerade um 4 Uhr aufgestanden, um euch hier wieder dieses Video zu machen. Also ja, trag gerne Snoxy dort ein. Und da kommen wir schon zum ersten Slot. Dort haben wir den Castor-Skin drin für 1500 V-Bucks. Mir hat der Skin schon immer gut gefallen. Ich habe ihn sogar ziemlich häufig gespielt. Den Backpack finde ich jetzt nicht ganz so krass. Also wenn das zum Beispiel hier einzeln gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich mir den Backpack unbedingt geholt habe. Ich glaube, den habe ich den schon mal gespielt. Außer jetzt zum Testen habe ich den Backpack, glaube ich, noch selber nie ausgerüstet gehabt. Dann haben wir noch die Wackelaugen drin für 800 V-Bucks. Recht süßer Gleiter mit diesen Schals und diesen Augen hier und diesem Derpy Grinsen. Dann haben wir noch den Volksmusikfest-Emote für 500 V-Bucks. Ja, passt natürlich super zu den Skins. Ihr seht auch Yeehaw. Also sagen, das passt ganz gut zu diesen Farmer-Skins. Dann haben wir noch den Chaos drin. Auch da würde ich mir persönlich den Backpack wahrscheinlich eher nicht holen, wenn ich quasi die Wahl hätte. Den Skin selbst finde ich ziemlich nice, aber den Backpack, ja, feiere ich persönlich jetzt eher nicht ganz so. Dann haben wir noch im nächsten Slot den Trägerschaffel drin. Und ich frage mich gerade, ist der eigentlich neu, weil nichts dran stand? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal gesehen habe. Vielleicht gab es den schon mal an einem der Tage, wo Fix ein Video gemacht hat, weil ich im Urlaub war. Aber ich kann mich zumindest nicht an den Emote erinnern. Immer schön sachte. Oh, doch, gefällt mir. 5 V-Bucks. Oh nein, ich habe keine V-Bucks mehr. Okay, da muss ich gleich erstmal V-Bucks holen. Ja, der Emote gefällt mir aber auf jeden Fall. Passt auch gut zu dem neuen Farmer-Skin hier. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann noch den Baumspalter drin für 500 V-Bucks. So schaut sie aus mit diesem Sound.
Genau. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Likes knacken. Und ja, falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, könnt ihr natürlich gerne noch ein Abo da lassen. Also einfach nur unten kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Und falls ihr neu seid, auch unbedingt die Glocke aktivieren, um hier keine neuen Videos mehr zu verpassen. Dann, ja, würde ich sagen, könnt ihr wieder rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und dann hören wir uns spätestens morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!